So, ihr Lieben, ich bin schon wieder da und zwar aus meinem Kurzurlaub von Freitag bis jetzt. Und deswegen auch auf die Schnelle hier ein Podcast von mir. Ich bin wie immer hier im Mega-Stress, ist ja klar, wenn man da weg war mit den Hunden und alles. Aber jetzt auf jeden Fall die News von Freitag bis jetzt, was ich gesammelt habe. Und let's go! Nun ist es also soweit. Peter Klein hat erneut seine Zuneigung zu Yvonne Wölke kommuniziert. Ich muss sagen, Tanja, wir haben ja alle ein bisschen darauf gewartet, aber ich habe auch gedacht, so richtig taktvoll ist das gegenüber Iris nicht, oder? Also ganz ehrlich, ich glaube, in diesem Spiel ist gar nichts mehr taktvoll. Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, Peter Klein ist der einzig Normale in diesem ganzen Drama. Was Iris da so raushaut, hat auch nichts damit zu tun, dass sie Rücksicht nimmt auf Peter. Also ich muss schon sagen, auch das letzte Kommentar, was sie da jetzt gegeben hat, also Hashtag Frauenschläger unter diesen Äußerungen von Peter, dass er sich jetzt in Yvonne, also dass er Yvonne so lobt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich auch noch mal eine Stufe mehr, als was sie die ganze Zeit gesagt hat. Betrüger, Lügner, das kennen wir ja mittlerweile aus dem Munde von Iris Klein. Aber Hashtag Frauenschläger, muss ich sagen, finde ich eine ganz große Nummer. Zumal alle Leute mir im Umfeld dieses Paares sagen, dass Peter Klein ganz sicher niemals die Hand erhoben hat gegen irgendeine Frau, geschweige denn gegen Iris Klein. Aber das bleibt natürlich in den Köpfen vieler Leute hängen. Und das muss ich sagen, das ist für mich im Moment der Tiefpunkt. Und sie schreibt dann einfach Hashtag Frauenschläger und lässt das unkommentiert? Genau, sie lässt es unkommentiert. Ich habe natürlich versucht, auch mit Peter darüber zu sprechen. Peter, muss ich sagen, hält sich ja sehr zurück. Also der schluckt das alles, was seine Nochfrau da von sich gibt. Und dann ganz ehrlich, ich meine, er hat jetzt gesagt, er findet Yvonne toll, ist für mich jetzt seit Januar aber auch nichts Neues mehr. Und eigentlich dürfte das für Iris Klein ja auch nichts Neues mehr sein, weil sie war sich im Januar schon sicher, dass er sich in eine andere Frau verguckt hat. Und das ist eben Yvonne. Ja, und wir beide, bevor wir gleich nochmal auf Iris eingehen, bleiben wir noch ein bisschen bei Peter, weil wir beide saßen hier ja gerade schon und haben gesagt, so richtig ausgepackt hat er ja dann aber am Ende des Tages doch nicht. Also wir alle hätten uns jetzt mal gewünscht, die Wahrheit zu erfahren, nämlich was ist der Beziehungsstatus zwischen den beiden? Sind die ein Paar oder sind sie kein Paar? Das wissen wir immer noch nicht. Deswegen finde ich das Interview auch ehrlicherweise ein bisschen schwach. Ich habe da ja meine ganz eigene Theorie. Ich glaube, die machen da so lange ein Geheimnis draus, weil sie einfach wollen, dass die Aufmerksamkeit bleibt. Weil das ist natürlich jetzt deren große Chance, sich zu vermarkten, sich zu platzieren. Und ich habe vor 2 Tagen mit jemandem gesprochen, der sehr gut verdrahtet ist, so in den ganzen RTL-Kreisen und so. Und da habe ich gehört, dass sie wohl sehr genau gerade überlegen hinter den Kulissen, ob man jetzt tatsächlich Iris und Peter ins Dschungelcamp holt nächstes Jahr. Nicht Iris und Peter, sondern ich Yvonne und sagen, Peter. Das wäre mutig. Ja, Yvonne und Peter. Und dass man die beiden jetzt mal ein bisschen beobachtet und sich das alles mal so anguckt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie so lange wie möglich versuchen, jetzt diese mediale Aufmerksamkeit mitzunehmen. Und wenn er jetzt sagen würde, ja, wir sind ein Paar oder wir sind kein Paar, noch viel mehr, das glaube ich ja eher, dass sie kein Paar sind, dann wäre die Aufmerksamkeit halt auch weg. Oder es hat einfach ganz praktische Gründe, weil beide sind ja noch verheiratet. Yvonne ist noch verheiratet, Peter ist verheiratet. Vielleicht liegt es auch einfach daran, bis die Scheidungsmodalitäten geklärt sind, dass man dann einfach sagt, man hält sich zurück. Haben wir ja auch alles schon erlebt. Ja, aber über den Punkt sind sie ja eigentlich hinaus, ne? Also naja, weißt gut. du, was ich meine? Du weißt ja, wie das ist. Also Trennung ist das eine, Scheidungsverhandlungen sind das andere. Da geht es natürlich auch um Geld. Und wenn die Gefühle verletzt sind, dann werden Frauen wie Männer ja auch richtig böse dann. Also deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es darum auch gehen könnte, zumal der Mann von Yvonne ist ja ein Unternehmer, also da ist auf jeden Fall auch Geld da und die Iris Klein hat natürlich den ganzen Katzenberger Clan hinter sich, also auch die Follower und die Fans und die sind ja auch sehr böse, wie wir wissen. So Leute, was sagt ihr denn dazu, Zuckerbrotenpeitsche hier bei Bild? Also ich muss sagen, die sprechen mir ganz ehrlich aus der Seele. Du hast eben gerade schon Iris Verhalten auf Instagram angesprochen. Nun hat sie wieder was gepostet, hat dazu Hashtag Frauenschläger gesprochen, geschrieben. Das ist alles sehr uncool. Was mir so ein bisschen aufgestoßen ist die letzten Tage, Iris Klein regt sich ja wahnsinnig auf. Über alles und über jeden, unter anderem ja auch über uns zwei. Sie hat ja auch unseren Podcast kritisiert. Das darf sie ja auch gerne tun. Ist ihr gutes Recht. Wir haben damit kein Problem. Können wir hier, glaube ich, so sagen. Sie betont aber in allen Stories immer stets, dass sie ja die Einzige sei, die sich nicht öffentlich geäußert hat. Und sie sei ja die Einzige, die der Presse kein Interview gegeben hat. Und da kann ich eigentlich nur laut lachen. Iris Klein hat mehr als 500
100.000 Follower auf Instagram. Sie weiß ganz genau, dass all das, was sie da sagt und was sie schreibt, von den Medien beobachtet wird und dann natürlich aufgegriffen und zitiert wird. Es ist also ganz egal, ob sie sich zu einem Fernsehsender setzt, mit einer Zeitung spricht oder das Ganze auf Instagram veröffentlicht. Sie äußert sich öffentlich und zwar jeden Tag. Und sich dann hinzustellen und so zu tun, als hätte sie eine reine Weste im Gegensatz zu den anderen, das finde ich nicht nur verlogen, sondern das finde ich auch selten dämlich. Naja, du weißt, es gibt ja mehrere Personen dieser Kategorie. Auch an Dieter Bohlen denkt ja, dass nur er, was er sagt, ist erlaubt. An Boris Becker denkt auch, nur was er macht, ist erlaubt. Und Iris Klein scheint ja auch zu denken, was sie macht, ist in Ordnung. Wenn die anderen dann aber mal reagieren, dann wird sie wieder böse und geht unter die Gürtellinie. Und natürlich hat ja sie alles öffentlich gemacht. Also ohne die Kommentare seit Januar von Iris Klein, was da angeblich ist mit Peter und Yvonne und dass Peter angeblich fremdgehen soll, kam ja alles nur an die Öffentlichkeit, weil Iris Klein es nach draußen posaunt hat. Eben, es ist doch völlig absurd, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin die einzig Gute hier in dem Spiel, weil ich rede nicht mit der Presse, dafür aber jeden Tag auf Instagram irgendwelche Kommentare rauszuhauen, das geht in meinen Kopf nicht rein. Und ich denke dann halt einfach, wenn man sich zu einem Thema nicht äußern möchte, dann soll man einfach den Rand halten. Also in dem Fall ist dann einfach Reden Silber und Schweigen Gold, wenn man wirklich sich aus der ganzen Nummer raushalten soll. Na, das möchte. Verhalten von Iris Klein ist für mich ja eh das Verhalten eines Teenagers. Und ganz ehrlich, Leute, auch da hätte ich es nicht besser sagen können, wie ein Kleinkind. Sie beschwert sich über andere und wer nicht ihrer Meinung ist, also sie kann keine Kritik einstecken und wer nicht ihrer Meinung ist, der wird blockiert oder auch attackiert, wie auch immer. Also Teenager posten alles bei Instagram und Teenager kommentieren alles und schlagen sofort zurück. Erwachsene halten ja eigentlich den Mund und klären das mit dem Partner, mit der Partnerin hinter verschlossenen Türen. Und wenn man dann gemeinsam sagt, okay, wir trennen uns oder wir verlieben uns oder wir sind jetzt neu zusammen oder was auch immer da zu kommunizieren gilt, das macht man ja in der Regel gemeinsam. Aber Iris hat ja wirklich angefangen mit dem Dschungelcamp alles öffentlich zu machen. Und jetzt beschwert sie sich, wenn es ihr nämlich nicht passt, was über sie berichtet wird. Weißt du, wie es Peter geht? Ich glaube, dass es Peter ziemlich gut geht. Also mir wird gesagt, dass er froh ist, dass er aus dieser Ehe raus ist. Und ich glaube, dass es dem im Moment extrem gut geht. Ja, wenigstens einem. Ne? Sei ihm gegönnt. Ja, und dass es Peter gut geht, das sieht man auch. Er blüht richtig auf. Also sei ihm gegönnt. Ich wollte mich auch nochmal bedanken bei allen lieben Menschen, die hinter mir und zu mir stehen. Es sind ja jetzt auch eine Menge neue dazugekommen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Hier wieder bei Gossip Germany, Insta-Story, Hashtag Shopaholic. Da sieht man, wie viel Iris Klein immer gekauft haben soll. Wie gesagt, ich übernehme das hier nur im März wieder. Am 21. März plus 136 Follower, dann plus 22. Dann hat sie wieder minus, minus gehabt ein paar Mal. Dann hat sie gedacht, da kaufen wir doch mal wieder. Plus 26.750. Naja, läuft doch. Dann wieder minus 499. Schreibt ein User. Ach, übrigens, wieder 1000 Follower weniger. Bei Iris wächst es. Würde ich mir klar Gedanken machen. So, ich mach's mir mal größer. Die stellt ja auch ihr Profil ständig auf privat. Kauft Follower dazu, schreibt jemand. Dann schreibt jemand, Queen, was wächst bei der? Ich hoffe, das Kleinhirn. Dann schreibt jemand, IK hat auch in den letzten zwei Märzwochen fast 50.000 Follower gekauft. Wäre schön, wenn bei IK mal andere Sachen wachsen würden, Anstand, Niveau und so weiter. Dann schreibt jemand, na, Iris kauft ja täglich Russen, Chinesen und Inder ein. Aber da kann sie mindestens schreiben, was sie will, versteht ja keiner. Und die vielen Gekauften bringen weder Klicks noch Kohle. Aber Iris braucht das als Statussymbol, wenn sie einkaufen geht und Rabatt fordert. Das kapieren die Iris-Jünger nicht. Die glauben alles, was auf ihrer Seite steht oder gesagt wird. Dabei kann man es überall nachlesen. Ja, bei Iris wächst es. Ist schon ein geiler Scheiß, der da läuft. Ach, liebe Melanie, die Follower bei IK folgen ihr doch aus Sensationsgeilheit und nicht, weil sie IK und das, was sie da abzieht, gut finden. Bitte mal nachdenken, wenn möglich. Dann schreibt jemand, ach, die kauft sich ihre. Tja, die Iris geht shoppen. Follower-Diät oder wo auch immer. Tja, Leute. So geht's, so kann man sich Follower kaufen. Also Leute, hier schreibt Richie Benz auf seiner Instagram-Story, leider hat haben
Leider hat haben, was sind das für ein Deutsch wieder? Also leider hat haben sich auch Elvis und Frau Monroe dieser extrem verabscheuungswürdigen Rhetorik als auch den diversen Hetzgruppen angeschlossen. Warum? Weil sie es nicht verkraftet hatten, von einem Mann mit Gerechtigkeitssinn den Spiegel vor Augen geführt zu bekommen. Ein Abbild ihrer selbst dabei zu erkennen und damit den grausamen Umgang mit Iris. Doch nicht wir haben sie zu persona non grata in der Öffentlichkeit gemacht. Es war ausschließlich deren öffentlich zur Schau gestellte Rage nach Fame und Karriere zu Lasten einer liebenswerten Mutter und Ehefrau. Hey, jetzt geht mir gleich die Hutschnur hoch, ganz ehrlich, Richie. Was soll das denn jetzt? Wer hat denn mit allem angefangen? Nochmals. Irgendwie lebt er in einer ganz falschen Welt, Leute. Der blickt's überhaupt nicht. Hat der Scheuklappen an? Ist er von der Iris Klein so beeinflusst worden? Wird er bezahlt? Was auch immer. Also ich verstehe es nicht, sieht er nicht, dass die Dame angefangen hat mit dem ganzen Hate? Weiter geht's mit Richie Benz in seiner Insta-Story. Aber macht euch keine Sorgen um ausgleichende Gerechtigkeit. Denn Yvonne als auch Peter haben das Thema rund um ihre vermeintliche Beziehung als auch der Scheidung von Iris mittlerweile mehr als strapaziert. Zurückbleiben wird in medialer Hinsicht von den beiden nicht viel, denn sie haben außer der Verbindung zum großen Namen von Iris und ihren Mädels keinerlei Referenzen vorzuweisen, welche sie für die User als auch Medien interessant macht. Sämtliche Aggressionen sind daher vergebens. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, du sagst es, ganz ehrlich, Hochmut kommt vor dem Fall, aber auf wen das wohl zutrifft, ich glaube, wir wissen es alle. Leute, es wird endlich Frühling, endlich wird es Frühling, etwas eigenes Gemüse anbauen, schmeckt viel besser als vom Laden, aber natürlich, lieber Richie, dann hast du was zu tun und kommst vielleicht weniger auf so schlechte, böse Gedanken gegen andere zu heiden, wie zum Beispiel gegen Yvonne und Peter. So, und hier will uns Richie Benz wahrscheinlich zeigen, ich glaube, ich hätte den Traktor eine Nummer größer nehmen sollen. Ja, dass auch trotz Insolvenz, in der er steckt, man sich einen Traktor leisten kann und alles. So, Richie Benz, dies ist halt mein Ausgleich zur leider so oberflächlichen Welt. Naja, ich denke, manche Menschen machen sich selber schwer und oberflächlich. Liebe Freunde, mein Account wird auch weiter für euch offen bleiben. Ihr müsst mich daher nicht abonnieren. Auch wenn ich mich über jeden einzelnen von euch mit reinem Herzen freue, so ist und war mein Social Media nie meine Welt. Für mich ist es immer wieder unfassbar, wie sehr ich dieser Hass im Netz sukzessive zu einer Gefahr für unsere Gesellschaft aufbaut. Selbst wenn es um Tugenden wie Liebe, Loyalität und Freundschaft geht, ist es einigen bösen Menschen nicht zu blöd, zugunsten von Klicks die Tränen ihrer Großeltern auf erbärmlichste Weise zu missbrauchen, Lüge, Hetze und Unwahrheiten zu verbreiten. Ja, selbst vor Straftaten schrecken sie nicht zurück, nur um deren kranken Seelen in der virtuellen Welt mit Hass und Missgunst zu befriedigen. Selbst Krankheiten wie Krebs oder Alkoholsucht werden von diesen grausamen Personen ins Lächerliche gezogen. Ich halte sowas aus, doch mein Mitgefühl richtet sich an alle Hinterbliebenen, welche auf diese Weise bereits geliebte Menschen verloren haben. Euer nachdenklicher Richie. Klicks auf erbärmliche Weise zu missbrauchen, naja, da tun ja auch manche ihre Lebensgeschichte reinstellen und sagen, wie lange sie jemanden gepflegt haben oder so und so, versuchen die vier Glücksfaktoren. Einmal umfassende Gesundheit, dann persönliche Freiheit, glückliche Beziehungen, erfüllender Job. Hashtag Love My Life. Ja, da hätte ich doch so eine Idee, Richie, wem du das weitersenden könntest. Leute in Instagram, in der Story von Gossip Germany, verwirrend. Da schreibt die Iris Klein, dem egal, Hauptsache vor die Kamera, denn dafür hat er die Familie in den Müll geworfen. Er ist gerade 6 Wochen in einem Format, könnte The Block sein, denn dafür hatten wir letztes Jahr die Anfrage. Wird er bestimmt mit der machen. Wie sagte er so schön, sie ist wenigstens jünger und sportlicher. Naja, aber das wirklich so gesagt hat, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er dich so verletzt hat, Iris, glaube ich nicht. Hast wahrscheinlich du ihm gesagt oder gehässigerweise, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was sollen wir denn jetzt glauben? Hier steht ja auch verwirrend. Aha, The Block oder die Alm oder doch Promibüsen, die haut ständig andere Formate raus. Ja, das stimmt wirklich, liebe Gossip Germany. Wir wissen gar nicht mehr was. Und The Block habe ich noch nie gehört. Und jetzt hat mir gerade eine ganz liebe Userin erzählt, dass sie Block um das, was es da geht,
Das wären wohl zwei Pärchen, die müssen dann so Wohnungen herrichten und dann wird es bewertet. Also das könnte ja dann wirklich sein, dass sie deswegen im Baumarkt waren. Vielen Dank an dich, meine Liebe. Du weißt, wen ich meine. Und vielleicht wisst ihr noch mehr. Kommentiert mal. Guten Abend, liebe Freunde, ich bin es wieder, Richie. Wisst ihr, was mich am meisten stört bei dieser Jagd- und Hetzgesellschaft? Vor allem Bezug nehmend jetzt auf die Familie von Iris. Es ist die Tatsache, dass es hier primär Frauen sind, welche Frauen hetzen. Es ist ein Umstand, den ich nicht verstehen kann. Denn mal ganz ehrlich, was hat Iris in ihrem Leben schon alles mitmachen müssen? Sie wurde misshandelt, sie war in einem Frauenhaus, sie war auf sich alleine gestellt, sie hat wundervolle Kinder erzogen. Sie hat nie den Weg des Rechtschaffenden, des Ehrenhaften und letztendlich den Weg einer fleißigen und liebenden Mutter und Ehefrau verlassen. Ihr wisst, liebe Freunde, ich hatte in meiner eigenen Familie Schicksalsschläge, wo mein Vater starb, wo es meiner Mutter das Fundament unter den Füßen wegzog und wo ich mich fast selbst aufgegeben hatte, nämlich bei meiner Lebensaufgabe, meine Mutter vor dem Alkohol zu retten. Ich hing hier finanziell mit drinnen und mit dem Herzen und der Seele. Sie hat ihren Sohn, den sie so sehr liebte, über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren fast seelisch fertig gemacht. So schlimm war meine Sorge und meine Angst. Warum ich euch das wiedererzähle, ist, weil Iris trotz aller Hürden und Probleme im Leben niemals eine solche Schwäche gezeigt hat. Sie hatte immer gekämpft für ihre Kinder, für ihren Ehemann und für das Glück ihrer Familie. Und es war bei Gott nicht immer leicht. Amen. Also den Rest möchte ich euch gerne vorenthalten. Es ist immer dasselbe, immer die gleiche Leier. Ich kann es bald nicht mehr hören. Außerdem sollten nicht nur Frauen, sondern alle irgendwie zusammenhalten. Hier wieder bei Gossip Germany Insta Story. Erstmal vielen Dank dafür, weil sie macht wirklich eine ganz tolle Story. Tolle Stories, die Gossip Germany. Und da hat sie Iris Klein, wie sie ihre Werbung wieder hier gepostet hat. Und sie hat ihr Profil übrigens von privat wieder auf öffentlich gestellt, dass man natürlich ihre Werbung hier wahrnimmt und kauft. Dann steht hier, ich hoffe, da ist kein Schnaps drin. Na, das hoffen wir doch auch mal, dass in den Getränken, was auch immer sie anbietet, kein purer Schnaps drin ist. Hier wieder bei Gossip Germany, der immer besser schreibt da jemand, wie viel Langeweile kann ein Mensch nur haben, nur weiter so. Das fragt ausgerechnet die, wäre seit Monaten gegen Yvonne kommentiert und hetzt auf allen Profilen bei Yvonne und Peter Klein, Promiflash und Co. und auch bei der Mamba, also bei der Iris Klein. Viel Arbeit. Und hier wieder, wie immer bei Gossip Germany. Wer will jetzt noch behaupten, Iris täte keinen aufhetzen? Dass diese Hetzer jetzt bei Peter im Profil diese Beschuldigungen von Iris vollkacken, beweist eindeutig belegbar, wie sie ihre Reichweite missbraucht zur Hetze. Unglaublich schamlos. Also hier schreibt jemand weiter bei Gossip Germany in User Frauenschläger. Dann schreibt jemand, du bist ein Frauenschläger laut Iris, hast du sie gehauen, schämst du dich nicht? Dann schreibt jemand Feigling, 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 derweil bei Peter im Profil. Und lauter Kotzsmiley, so geht's dort ab bei ihm. Also unglaublich. So kann man natürlich Gerüchte in die Welt setzen und dann kommen die Hater automatisch. Schlimm, Leute, schlimm. Und dann schreibt ja Richie Benz, wir sind gegen Hetze und Hater. Dann bei Gossip Germany, da wo die Yvonne Wölke in ihrem Profil in der Insta-Story geschrieben hat, Happy Birthday, Mom, I love you. Dann steht hier drunter, gratulierst du ihm auch zum Geburtstag? Dann schreibt jemand, was für eine Frage. Ich persönlich würde es ja nicht nach dem ganzen Drara. Dann schreibt die Iris Klein, nein, er ist bei ihr. Und das weiß die Iris woher? Hat sie ihm einen GPS-Tracker eingepflanzt oder was hat sie gemacht? Woher weiß sie es? Hat sie einen Privatdetektiv engagiert? Leute, wisst ihr mehr? Und hier wieder bei Gossip Germany. Also wenn Fake Elvis diese erbärmliche Fake-Geraunze ordentlich hören wollte, dann hätte er seine Stieftochter fragen sollen. Die kann das nämlich. Wie gehässig ist das? Dann steht hier, wenn man hetzen möchte, aber nicht rafft, dass ihre Freundin Lotta Geburtstag hat,
Herr Benz, vielleicht mal weniger das ausführen, was du den anderen vorwirfst, sagte ich ja. Er wirft alles den anderen vor, kein Hate, kein Hass und selber macht er es ständig. Hier bei Gossip Germany von dem Profil von Richie Benz. Also Richie Benz schreibt hier, das Schlimmste ist, die Frau hat überhaupt kein Interesse an einer fixen Beziehung. Meines Erachtens benutzt sie Elvis ebenso für ihre Zwecke wie den Medienhype um den Namen von Iris. Aber Liebe macht blind. Boah, also Leute, mir fehlen jetzt langsam echt die Worte. Wie kann ein Mensch so hetzen, wenn nur nicht er dasselbe vorhat mit Iris, ja, den Medienhype jetzt nutzt für seine Zwecke. Wer nämlich so viel schreit, Social Media ist mir egal und Follower sind mir auch egal, dem ist es nicht egal. Oh, hier Gossip Germany, da schreibt sie, daran merkt man, dass sie sich auf der Insel über Iris lustig machen, da hat sie vollkommen recht. Und ist ein bisschen verschwommen, aber der Golflehrer schreibt hier, es war kein Date, sondern nur Golfunterricht und ein lauter lachendes Smileys, ja. Also jeder hat schon Angst, da irgendwie als Freund betitelt zu werden oder als Date. Also Gossip Germany, da schreibt jemand, das muss man sich mal reinziehen. Da sitzt ein erwachsener Mann im Bademantel jeden Abend vor der Kamera und schwingt Lobeshymnen auf eine Frau, die er nur aus dem Netz kennt. Ich lach mich schlapp. Tja, unser Bademantel Richie. Also wenn er sie wirklich nur aus dem Netz kennt, was wir ja alle denken und auch vermuten, es ist ja schon peinlich, was er da von sich gibt und kennen sie gar nicht persönlich. Aber er tut doch immer so, wie wenn er dabei gewesen wäre. Er sagt doch, er hat alles schwarz auf weiß, er kann alles belegen. Er war hautnah immer dabei. Nochmals bei Gossip Germany, Leute, wir dürfen nicht vergessen, was alles war. Hier zum Beispiel in Schmuddelfilmen mitgespielt, Iris Klein droht, schlüpfrige Details über Yvonne Wölke auszugraben. Hashtag Frauen, die andere Frauen mobben. Da geht es darum, dass die Iris Klein und ihre Tochter immer gleich die Leute blockieren. Da schreibt jemand, dann müsste sie ja die Wahrheit sagen, deswegen werden Unbequeme geblockt. Genau wie ihre Tochter, die kann das auch gut blockieren. Ja, mich hat sie auch blockiert. Ich habe sie aber gar nichts gefragt, also wahrscheinlich wegen YouTube. Aber das mit dem Blockieren, das haben die schon drauf so. Also wahrscheinlich haben die mehr Blockierte als echte Follower. Wieder bei Gossip Germany, die übrigens auch sehr, sehr gut recherchiert. Finde ich klasse, dankeschön. Haha, das sagt die Richtige. Ich habe IK gefragt, ob sie das in Ordnung findet mit dem Blumenstrauß am 8. März und am Abend davor mit den Hähnchenteilen am Vorabend. Daraufhin wurde ich blockiert und ich habe nicht gehetzt oder sonst was. Wer verträgt denn hier keine Kritik? Also wie kann man denn so sein? Ja, erinnert euch, als sie mit dem Blumenstrauß, wo sie zu Peter auf die Finca gefahren ist, hat sie sich doch mit dem Blumenstrauß fotografiert, dass jeder denkt, sie hat es vom Peter bekommen und die Hähnchenteile hat sie doch auch so getan, wie wenn Peter ihr die vorbeigebracht hat. Und dann habe ich noch was gefunden. Diese drei gehören mit Missachtung behandelt, damit endlich Ruhe einkehrt. Dann schreibt jemand, jetzt wird es schmutzig. So schmutzig wie beim Ex von Daniela, dem Opa Gernot, der Schwiegertochter und so weiter. Das ist krank. Leute, schützt euch. Dann schreibt jemand, hat sie ihn nicht auch wieder notgeilen Dackel genannt? Es wird ja immer schlimmer. So Leute, hier habe ich noch was im Netz gefunden. Der Eierlose, der jetzt wird er zum Frauenschläger erkoren. Das gleiche Muster wie Jenny Line mit ihrem damaligen Hakan aus den Niederlanden, schreibt jemand. Und auch bei einem Ex-Freund von D, also von Daniela. Dann schreibt jemand, der wurde ja sogar zusammengeschlagen von Verwandten, Bekannten vom Jenny Line angeheuert worden. Dann schreibt jemand, glaube, der hat sie angezeigt, konnte aber irgendwie nicht bewiesen werden, dass Jenny Line dahinter steckte. Wurde dann eingestellt, meine ich, dass es so war. Mein Gott, es wird ja immer krasser. Ich wusste das nicht, aber es ist ja wirklich eine krasse Familie, Leute. Also, das war's schon wieder und ich möchte echt das nächste Video über Mike Zies machen, weil da gab es ja gestern angeblich eine Schlägerei, wo Mike Zies mit seiner Frau auf den Tana losgegangen ist. Mehr weiß ich noch nicht. Er selber macht auch später oder morgen ein YouTube-Video dazu und dann werde ich darauf reagieren. Also macht's gut, einen schönen Sonntagabend noch und in diesem Sinne, bye bye, eure Dani.